Willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Wind Waker, normal GameCube 480p, allerdings hochgerendert auf edle 720. Und ja, in diesem Part hoffe ich mit euch den Terra-Tempel abschließen zu können, und ich glaube, Meduli geht's gerade jetzt nicht so dolle, und ich versuche hier gerade meinen Controller irgendwie... Oh, nicht darunter. Bloß nicht darunter. Wieder einzustellen. Okay. Meduli? Ich würde sagen, wir lösen das auf die liederische Art und Weise. Scheiße! Stürzt sie bei eiskalten Nebel da unten. Ich brauche dich für den nächsten Raum. Denn klar, uns fehlen... Oh! Scheiße, ich glaube, man sollte hier unten eigentlich besser nicht landen. Hilfe! Bloß hier raus, bloß hier raus, bloß hier raus, bloß hier raus, bloß hier raus. Boah! Drei von den begrabschen Vergewaltigern. Oh my god. Okay, da oben ist ein Knopf. Das ist jedenfalls der Gigantoraum in dem Tempel, denn hier wird wirklich scheiße stark mit Spiegeln und so gearbeitet. Ich muss erstmal schauen, ob ich den noch irgendwie im Kopf hab. Nein, schon mal nicht. Dann machen wir es eben so. Ich habe übrigens jetzt versucht, irgendwie manuell die Frame, also die Bildrate von meinem Grabber auf 30 hochzustellen für euch. Allerdings weiß ich jetzt nicht ganz, ob es auch wirklich annimmt. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr jetzt eine Framerate von 30, eventuell noch die olle 25, aber die Lags gibt's immer, kann ich euch sagen. Also wundert euch nicht, wenn es jetzt zum Beispiel vielleicht gerade irgendwie scheiße läuft. Das liegt halt dann, ja, was weiß ich woran. Ist halt dann einfach so. So. Okay, hier ist schon mal sowas. Achso, hier soll ich Spiegel verwenden, ne? Aber ich werde jetzt erstmal die Truhe erscheinen lassen, ich bin ja nicht blöd. So, das ist eine von den wenigen Truhen, die uns noch fehlt. Na gut, das ist eine Holztruhe, was soll ich jetzt erwarten? Eigentlich will ich jetzt gar nicht, dass du da stehst, weil da bist du im Weg, ne? Geil. Obwohl, da oben waren noch Totenköpfe. Ich will wissen, was da oben ist. So ist ja nicht. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, in diesem Part den Terra-Tempel endlich abschließen zu können. Sollte eigentlich hinhauen. Wisst du nicht, was dem mir im Wege stehen sollte? Aber auf jeden Fall will ich jetzt erstmal wissen, was ich hier Schönes in meiner Holztruhe habe. Boah, okay, bevor ich jetzt hier ein Glücksamulett rausnehme, sind mir die 50 Rubine eigentlich ganz recht. Also, jetzt mal wirklich, wer kann über 50 Rubine schon klagen, ne? Also ich nicht. Ein 20er hätte ich jetzt auch mit Schmunzeln angenommen. Aber ein 50er ist schon gut. So, wie ging das jetzt schon nochmal? Also, man muss auf jeden Fall immer dem Licht folgen. Jetzt haben wir hier unseren Lichtstrahl. Jetzt können wir hier was reflektieren. Was bringt das uns? Dass da hinten, glaube ich, irgendwo Wände sind. Ich habe hier doch was gesehen. Habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Nein, da unten ist was. Hä? Nochmal. So. Habe ich mir das echt nur eingebildet? Ich habe hier doch was gesehen. Na egal. Wir alle wissen, wen wir jetzt brauchen. Also stell dich auf dein schönes Podest da oben und leuchte mir was Schönes. So. Schönen Blick übrigens gerade. Überhaupt nicht gelangweilt oder so, aber okay. Ich würde sagen, ich richte am besten das Ding ungefähr hier. Hat was perfekt. Na, das müsste passen. Müsste passen. Hat das irgendwie mein Kabel im Weg? Egal. Schön unsichtbares Licht ist immer schön. Ja, hallo. Mehr als die Wand anleuchten kann ich nicht. So, man muss immer das Symbol treffen, oder wie? Scheint so. Gott. So, hier ist der Spiegel. Jetzt verstehe ich das. Oder nee, ist das ein Spiegel? Ist das ein Spiegel? Sieht aber ziemlich komisch aus. Ah, scheint so.
Gott, da kriegt man immer einen Krampf im Finger, wenn man den scheiß Spiel ausrichten muss. Ich mach drei Kreuze, wenn ich den scheiß Dungeon hinter mir hab. Ja, ich nenne meinen Lieblings-Dungeon scheiß Dungeon, ist schon klar. Naja, aber der nächste ist schlimmer, der nächste, der ist eindeutig schlimmer. Ja, toll, total viel Geld, 10 Grüne ist so viel wert wie ein Gelber. Wow. Hä? Ist hier was? Ist irgendwie so eine komische Nische, egal. Dann halt nicht. So. Warum habt ihr jetzt eigentlich ihren Spieler zu oder ihre Harfe, was weiß ich, weggesteckt? Egal. So, hier gehört das Ding schon mal hin. Meine Frage. Was bringt mir das jetzt? Ach so. Du bist mal wieder im Weg. Egal, das kennen wir ja schon von dir. Ah, oh, du sollst ihn nicht rufen, du sollst den Spiegel benutzen. Beziehungsweise den Spiegelschild. Weißt du was? Du spielst im Weg. Verpiss dich. Wie soll ich den Elefanten da wegkriegen? Geht doch. Meine Scheiße. Ach so, hier ist der nächste Spiegel. Hä? Nett dran stellen, den muss schon rausziehen. Ei, ei. Okay. Er geht voran. Fragt sich bloß wie... Und wieder einmal stehen wir glorreicherweise im Weg. Weg! Oh Mann, ist das brutal. Nee, aber wirklich steht sie haargenau im Weg. Ach so, hier kommt das Licht hin. Verstehe. So funktioniert es. Und habe ich da gerade eine Cobra oder so gesehen? Ja. Ach so, hier muss einer von den beiden hin. Okay. Hier leuchtet jetzt das Licht durch. Okay, ich glaube, ich brauche dich noch und so weit lasse ich dich jetzt erstmal hier. Ja toll. Wo kommt das Licht jetzt hin? Hier hin. So, die stellen wir mal da drüben hin, obwohl ich dich da eigentlich gar nicht haben wollte, aber du bist auf jeden Fall nicht hier, was schon mal gut ist. So. Jetzt haben wir Licht. Was ganz Neues in dem Dungeon. So, jetzt lasse ich erstmal meine schöne Truhe hier erscheinen. Wieso richtest du dich eigentlich behindert aus? Erleuchtet halt die scheiß Truhe an. Meine Güte. Danke. So, dann... Aha, hier haben wir auch noch eine geheime Wand. Schön zu wissen. So, das führt zum anderen Raum. Ach so, hier ist ein Spiegel. Jetzt sehe ich es erst. Ja, toll! Den kann ich so nicht freilegen. Da brauche ich nochmal irgendwas, was reflektiert. Ja, und da haben wir schon unseren Rotz. In der einen war noch was Schönes genannt, 50 Rubine. Aber nein, bleiben natürlich nicht davor verschont. Apropos, wie viel habe ich von den Dingern? Wie viel habe ich von den Dingern? 9. Oh Gott, ich brauche noch 11 von den Dingern. Okay, ich sollte nicht immer dazu Rotz sagen, weil wir brauchen schon das Zeug noch. Wenn wir ein... Naja, ein episches Item ist der falsche Ausdruck. Wenn wir ein bestimmtes Item haben wollen. So. Elefant weg. Spiegel raus. So. Komm mal her, mein schöner Spiegel. Man könnte es auch den Spiegelsaal von... Nun ja, unten drunten was sein nennen. Aber ja, wir sind immer noch im Terra-Tempel. Soweit macht das jetzt noch nicht so den großen Unterschied zu. So. Ich sag euch nur, genießt noch die letzten schönen paar Momente in diesem geilen Dungeon. Denn der nächste wird grauenvoll. Ich jetzt eigentlich schon den extra Raum. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, okay, ich gehe schon mal hier in den extra Raum. Ich glaube... Okay, hier ist sowas. Was soll ich da jetzt machen?
Sage anleuchten, oder wie? Ja, toll, den anzuleuchten bringt bestimmt was, ne? Hier haben wir... Oh Gott, sag mal bitte nicht, dass ich hier gegen drei von den Viechern kämpfen muss. Und hier haben wir... Natürlich muss ich gegen drei von den Typen kämpfen. Oh Gott. Hilfe! Ja, kommt die mal her! Oh, jetzt regenerieren sie sich beide. Ey, super! Super! Haltet ruhig zusammen! Hey! Ich wollte mir das Ding eigentlich aufheben! Nicht. So, verbiss dich. Boah, hau ab. Meine Scheiße. So, geschafft. Und wofür? Oh, eine Eisentruhe. Das sieht nicht schlecht aus. So. Also eine Eisentruhe bedeutet eigentlich immer was Wertvolles. Brauche auch zurzeit eigentlich Geld. Ja, man ist geldgeil in dem Spiel. Wer hat's erwartet? Ich nicht. Nein. naja, 200 Rubine käme mir jetzt ganz recht. Oder, ach nee, hier könnte eine Schatzkarte sein. Stimmt, haben wir schon beide Schatzkarten in dem Dungeon? Ich glaube nicht, ne? Tatsache ist auf jeden Fall eine. LOL. Okay, LOL, pass hier nicht hin. Wow, überraschend. Naja, egal. Ja, ich habe das Spiel so lange nicht mehr angerührt, da brauchst du mir natürlich sofort erklären, was eine Schatzkarte ist. Und uns fehlt nur noch der Master Key. Wunderbar. Ich möchte jetzt nicht wissen, wo... Natürlich ist Meduli wieder beim Eingangsbereich von dem Raum. Wo denn auch sonst? Okay. Ich ahne Böses. Also. Moment. So. Wieso ist hier eine Harfe? Hier muss ich mich doch entstellen und Meduli muss mich anleuchten. Das macht keinen Sinn, aber okay. Ich mach's einfach mal so, wie ich denke. Ach, ich hasse das an der Wind Waker Normalversion, weil in der Wii U Version ist es halt so, wenn man das Lied einmal spielt, dann kriegt man es einmal von Link nochmal vorgespielt. Und danach spielt man es halt einmal und dann kommt sofort der Effekt. In Wind Waker normal ist es halt so, es wird halt immer wieder so oft gespielt, bis es einem halt zum Hals raushängt, ne? Achso, so kann man das auch ausrichten. Das wusste ich gar nicht. LOL! So kann man das Ding ganz einfach ausrichten. Und ich überlege immer, so kann... Meduli dreht sich um die eigene Achse. Geil! Das ist ganz einfach und ich mach's mir immer unnötig kompliziert. Natürlich. So, ruf da. Gott, ist das ein Scheißwinkel. Oh Gott, nach oben richten ist immer das Schönste. Ja. Da kriegst du einen Krampf. Mach die Scheißwand kaputt, danke. Oh, danke. Kaputt. Ja, ich sehe schon, das könnte noch etwas dauern. So, hier auf jeden Fall schön viel Geld. Boah, schön viel Money. So, und das Ding hier raus. So, jetzt müssen wir es eigentlich gleich haben. Beziehungsweise wir haben es eigentlich, ne? Jupp. Passt! Gut, dann ist sie erstmal dran. Ja, wir wissen, wie das Lied geht.
danke, dass du es mir vorspielst. Doch zum Glück braucht man die Hymnen von den einzelnen Göttern nicht so oft. Nein, ich will nicht leuchten, ich will fliegen. So, Notlanden. Ich will dich da drüben haben. Dann muss ich nicht so weit laufen. Sehr schön. Erste Sonne leuchtet. Zweite folgt zugleich. Er klettert halt da hoch. Ja, okay, so schwer war der Raum jetzt auch wieder nicht. Abgesehen davon, dass man halt immer wieder das Scheißlicht ausrichten musste. Ging's eigentlich. Sehr schön. Ja klar, eine 20-fach Betontür hält immer am besten. So. Okay. Jetzt kann man hier durch. Medulli lasse ich mal im Raum davor und natürlich Gegner bekämpfen. Was denn auch sonst? Waren glaube ich irgendwo blaue Tode. Deshalb schaue ich erstmal. Ja, natürlich gab es hier welche. Du sollst nicht ihn an. Achso. Ja, okay, wenn du vielleicht den Tod auch noch triffst, ist das natürlich praktisch. So, ausmachen und killen. Ach ja, stimmt. Wie wär's mit Rüstung abnehmen? Ah ja, toll, der macht einen Rundumschlag. Alter, ich sehe nichts. So, Beine wegziehen. So, sehr schön. Boah, du lebst aber auch immer so lange, ne? Ei. Ritterwappen, Herzen, Bomben. So. Wollte der Scheißteil. Und dann nichts wie raus hier. Sehr schön. So, ich glaube, wir brauchen auch ab sofort Medulli nicht mehr. Denn beim Boss, zum Boss kann man die sowieso nicht mitnehmen. Bosse bleiben es weiterhin eine Sache für uns. Es geht die gar nichts an. Und später, wenn wir den Boss besiegt haben, kommt Medulli sowieso automatisch hinterher. Bitte sag mir nicht, dass ich... Ja, ich muss natürlich unbedingt nach links, um hochklettern zu können. Egal. So. Man könnte jetzt auch, wenn man keine Magie hat, müsste man sie mitnehmen. Aber so haben wir natürlich genügend Magie, um auch zum Bossraum zu fliegen mit dem Dekoblatt. Übrigens möchte ich noch erwähnen, habe ich euch extra ein bisschen Kontrast, Farbe und Sättigung und alles und Belichtung für den Grabber eingestellt, damit ihr wenigstens ein bisschen optimal Bild habt, weil ich habe bisher immer meine Videos auf dem Grabber so sehr belichtet, dass man gedacht hat, naja, ich weiß auch nicht, dass ich eine Taschenlampe auf dem Fernseher gerichtet hätte. Naja, ist halt so. Lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. So. Und dann geht's jetzt zum Boss. Wind im Dungeon ausrichten. Yay. Naja, egal. So, wir sind da. Und dann geht's jetzt gleich los. So, nochmal ein bisschen Magie auffüllen. Weiß gar nicht, braucht man Magie? Ja, stimmt schon, weil ich habe ja erwähnt, man kann für den Boss die Spezialtechnik verwenden, die man von Vater Orca erlernt. Weil hier sehr nützlich ist. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Und die braucht natürlich, also die Schwertattacke braucht magische Energie und... Oh mein Gott, wir wurden entdeckt. Von der Teletubby-Bande. Nun heißt es nämlich Invasion der Mini-Kondome. Nein, nicht ganz. Die ganzen Öllichter haben sich zu einem gigantischen vereint, alias Yalhalla. So, wie funktioniert der Typ? Bin mir gerade nicht sicher. Achso, Licht. So, er kann hauptsächlich Feuerattacken. Und man muss eigentlich nichts weiter machen, als das Licht auf ihn richten. Denn wie mit jedem normalen Öllicht wird er dann zu Material, sag ich mal. Und dann muss man eigentlich nichts mehr weitermachen, als ihn gegen so eine Stachelsäule zu werfen. Und dann löst es sich in die ganzen kleinen Irrlichter auf. Und die kann man jetzt halt so einfach killen. So,
So, und das muss man jetzt so lange machen, bis man alle Bestandteile von ihm vernichtet hat. Und dann ist ja selbstverständlich, was wohl passiert. Oh Gott, er macht eine Giganto-Attacke. Die kann man allerdings ablocken, wenn man auch nur ein bisschen kurzzeitig auf ihn Licht richtet. Dann bricht das jetzt sofort ab. Ach ja, und wenn man im späteren Verlauf des Kampfes... ist es auch so, dass er... naja... dass das Licht seine Position wechselt. Also, dass zum Beispiel plötzlich ein Lichtkegel ausgeht. Und... hallo? Alles muss man selber machen. So. Passt. Und ich würde sagen, ich werfe dich am besten gegen die da hinten. So. Bowling 3D. Sehr schön. So kann man die wirklich am besten killen. So. Aber manchmal kann man auch nur eine bestimmte Anzahl von denen killen. Weil klar, rein theoretisch könnte man sonst den Boss natürlich in einem Zug schaffen. Und das will man natürlich nicht. Beziehungsweise Nintendo wird es einfach nicht. So. Natürlich nimmst du mir mein Licht weg. Manchmal macht er dann eben auch so eine Booster-Attacke. Versucht einen vergeblich irgendwie in die Stacheln rein zu pusten und... gerade läuft es irgendwie noch nicht so richtig. Wirst du wohl aufhören? Natürlich wechselt das Licht wieder die Position. Manchmal geht er auch ganz nah an einen ran. Das bedeutet dann, dass er was mit Feuer macht. Zumindest ist es dann meistens so. Anfangs habe ich auch immer versucht, ihn, wenn er dann so da liegt, mit dem Schwert anzugreifen, bis ich gecheckt habe, dass man ihn aufheben kann. So. Ein, zwei Stück sind noch übrig. Nein, das war der letzte. Jamin. Wo ist mein Material? Scheiße! Keine Abonnenten mehr, die mich supporten! Nein, ich muss meinen Kanal schließen! Muss von YouTube verschwinden und Facebook auch und Scheiße! Ich wurde erleuchtet! Das war's mit ihm! Und somit können wir nun dem Master Schwert einen Teil seiner Macht wiedergeben. Muss ich sagen, ist auch mit der innovativste Boss im Spiel, abgesehen von Dings vielleicht, von Quartox Zuma, war auch noch ganz cool. Und wo ist mein Herzcontainer? Ich will nicht ein normales Herz, ich will was nur ein ganzes Herz mehr. Yay, jetzt haben wir 13 Stück. Oh Gott, mir fehlen noch 24 Herzteile. Das ist die ganze Herzteilanzahl in Skyward Sword. Egal. Gut, in Skyward Sword hat man auch von Anfang an 6 Herzen. In Skyward Sword gibt es auch mehr Dungeons. Also, ein mehr. Naja, jedenfalls und... oder zwei mehr? Keine Ahnung. Bin mir gerade nicht sicher. Und man hat auch die beiden Herzmedaillen. Ja, was reden wir über Skyward Sword, meine Fresse? Ich will bloß ein stärkeres Master Sword. Bin auch froh, dass wir endlich den Dungeon abgeschlossen haben. Alles wunderbar. Ja, der schönste Dungeon im Spiel geht zu Ende. Aber ich kann euch sagen, der letzte Dungeon im Spiel, also der wirklich allerletzte, der Final-Dungeon, der wird auch nochmal richtig episch. Der nächste wird, wie gesagt, nun ja, gewöhnungsbedürftig. Aber jetzt erst einmal, more power for the Master Sword. Hat's funktioniert? Oh mein Gott, es bekommt Arme. Na gut. Durch die Gebete des Terra-Weißen hat das Master Schwert wieder einen Teil seiner alten Stärke zurückgewonnen. Du bist nun einen Schritt, davon entfernt, das wahre Master Schwert in Händen zu halten. Ja, es leuchtet noch nicht. Aber die eigentliche Form hat schon mal. Link, damit hat das Master Schwert aber noch nicht vollständig seine alte Stärke zurückerlangt, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen.
Es bedarf noch des Segens eines weiteren Tempels, nämlich den des C4-Tempels, um es vollständig erwachen zu lassen. Spoiler ruhig ein bisschen die Zuschauer, die sind wahrscheinlich davon begeistert. Also dann, Link, bitte schreite durch das Licht und finde den Weisen des C4-Tempels. Ich werde hier meine Gebete fortsetzen. Beeil dich! Ich weiß gar nicht, ob man rein theoretisch den C4-Tempel sogar vor dem Terra-Tempel machen könnte, aber das sehen wir dann. Also, eigentlich nicht, ne? Egal. Link! Komori, bitte kümmere dich um ihn. Ja klar doch. Du weißt schon, dass ich Besseres zu tun habe, als mich um Emus zu kümmern. Egal. Wir schauen mal, vielleicht richten wir ihm nette Grüße von dir aus. Na egal. Ich will jetzt noch in dem Part schnell meinen Schatz bergen, wenn mich nicht unser alter Opa zutextet. Nein, er textet mich nicht zu. Mein Gott, bist du aber nett geworden. Karten. Okay, hier irgendwo. Ach, natürlich habe ich Gegenwind. Was für ein Scheiß. Ja, ich kenne wenigstens noch das Lied des Windes, ihr kleinen Windwacker-Age, die sucht dies. Ihr braucht es ja nicht mehr. Egal. Der Part ist schon wieder Überlänge. Oh mein Gott, 26 Minuten. Ach ja, Segeln. Ohne Segeln, naja. Ohne Segel segeln ist nicht wirklich so drin, ne? Wo ist der? Oh, ja, vorbeigesegelt. Halt! Stopp! Umdrehen. Hä? Wo ist meine Karte? Karte. Warum kommt hier nicht das Schatzgeräusch? Was ist ein Scheiß? So. Gib mir den Schatz. Geht doch. Wieso kam hier nicht das Schatzgeräusch, WTF? Was ein Bug. Oder wollt ihr nicht, dass ich den Schatz mir hole? Ja, wäre auch typisch. Egal. Hier haben wir auf jeden Fall 200 Rubine. Kann ich auch gebrauchen. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.